Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alien Isolation. Bitte! Danke, danke, auf Anhieb, ohne es falsch zu sagen. Ja, und andersrum in Reihenfolge. Echt? Ich muss das nochmal unterbringen, bitte. Das ist mit der, achso, wegen Grammatik. Mit Gewalt. So. Mit ja. Gewalt auch. Ja, ja. Grammatik, die ist gleich. So, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, weil da steht Apollo-Transit. Stand da gerade, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hast du ja auch gesehen. Ich glaube, wir müssen doch hier hoch. Wir hatten zwar eben uns einstimmig dafür entschieden, dass hier unten der richtige Weg ist, aber anscheinend ist doch oben der richtige Weg. Naja. Schon wieder andersrum Reihenfolge. Ja, wer unten ist, ist nicht oben. Ich bin übrigens der Digi-Held. Hallo! Ach, richtig. Ich bin auch der Digi-Held. Na? Hi, na? Ja, geht's raus. Okay. Unser Dingenskirchen zeigt uns nicht den Weg an. Das heißt, wir müssen uns jetzt altmodisch, wie quasi vor der Zeit des Navis, die Straßenbeschilderung angucken. Ja, ist irgendwie der Privatauszug ist das ja. Der Privatzug von irgendwem. Guck mal, was ist denn da unten? Steht irgendwas. Steht irgendwas? Sales Agreement? Was willst du denn? Nee, da waren wir. Da ist die Dingsbums geplatzt. Da drinnen waren wir auch. Wetten. Da ist die Platzdings gebumst. Du sagst es immer so schön. Mal gucken, was hier steht. Transit rufen. Mhm. Überraschung. Transit rufen. Das letzte Mal, als man irgendwie das gemacht hat, ist was passiert? Das Aliens gekommen. Ja? Also davon ausgehend. Das dauert erstmal eine ganze Zeit, bis da irgendwie der Transit kommt und in der Zeit kann dann halt irgendwie durchaus irgendwas durchdrehen. Irgendwas durch die Wand kommen oder so. Oder aus der Decke. Mann. Das wäre die richtige Tür gewesen. Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Geht schon, könnt ihr ja wieder gut machen, indem ihr einfach schnell wieder. Sollte echt nichts passieren, wie langweilig. Drück nochmal bitte die 1. Gibt's eigentlich auch die 104? Schön wär's. Obwohl, jetzt könnte ich keine 104 vertragen. Nochmal so ein salziges Zeug. So, mal gucken, was jetzt hier steht. Hätten wir auch eher haben können. Ja, aber wir müssen das Let's Play erstrecken, damit wir mehr Kohle finden. Stimmt. Die Kohle, hab ich ganz vergessen. Die das ganze ist, wenn man, Kohle. Wenn man so viel davon hat, dann. Ja, furchtbar. Schmeiß mal den Salat wieder rüber, wo du schon mal irgendwie nach vorne gebeugt warst. Das krieg ich hin. Dankeschön. Brauchst du eine Gabel oder? Boah. Bestimmt genauso salzig. Nee, lass bloß sein, nee. Bei Grünzeug wird mir schlecht. Echt? Ja, da bin ich altmodisch. Dann nimm doch so eine leckere Olive. Weil die so bräunlich, grünlich, was ist denn das? Schwarz. Schwarz. Ne, Oliven. Oh, ne, auf gar keinen Fall. Über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird die war schon ein bisschen älter. Mit ihnen sprechen. Und darf ich die nochmal stören? Aber gerne. Doch. Dankeschön. So, also, wir sollen den Apollo-Kern finden. Der ist in der Mitte. Ein Zufall, dass der Kern in der Mitte ist, oder? Ich hätte das auch so gemacht. Morgen gemeinsam. Sieksenreise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Sieksen. Was, wie ein Buch oder was? Irgendwie schon, ja. Wie viel ist das? Nicht so wahnsinnig. Das ist nicht so viel. Während sich Sieksen für den Aufbruch in die Kolonialweltraum rüstet, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage. Im Weltraum. So, praktisch Südhang. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollreisezone. Eine EU. Eine zollfreie Zone. Ohne England. Gebaut von Lorenz Systech Development. Und finanziert durch unsere Freunde von Geofound Investor. Okay. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Das eine Weltraum lag vorne, das andere
Gleich auf. Jahrelange Versagen bei der Verwaltung sowie. Scheiße, ich wollte was anderes sagen. Ja, nee. Sowie die Umleitung der Zoltios-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Also, dass der, ne? Sevastopol, würde ich mal sagen. Glücklicherweise stand Sieksen bereit, dieser Station neue Energie zu geben, wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2, 1, 2, 4 und machten sie zum lebenden Weltraumdrehkreuz von Heuer. Hi, grüß an Heuer. Grüß an Heuer. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Spedding wieder. Der gute alte. Mhm. Ja, die haben so ein Ticketsystem. Finde ich gut. Wird halt gemeldet und dann wird halt geguckt, wie dringend das ist und dementsprechend eingeordnet. Das sollte man bei uns in der Firma auch mal einführen. Ach, gibt's ja schon. Sollte man benutzen. Und Apollo bedanken sich. Das finde ich gut. Legen wir die ganzen Waffen weg. So, Hose runter. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das geht bestimmt gut. Wieso bist du nicht einfach durchgegangen? Ja. Wieso bist du nicht einfach durchgegangen? Was stimmt mit dir hier nicht? Hier wäre garantiert auch sowas. Ach, das wird hier wirklich geschreddert, oder was? Fahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. 4930. Aber wofür? Für irgendein Code. Try to. Okay, mal sehen. Schmeißt du eine Fackel drauf? Ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um sie rauszuholen. Overtime. Irgendwas mit Time. Try to. Re. Was? Entschuldigung, jetzt geht's los. Over oder on time? Keine Ahnung, 4930, oder? Ja. Okay, du merkst die 9 und die 0, ich merke mir die 4 und die 3. Wie war die Zahl? 4930. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich weg muss. Wenn das jetzt hier wirklich der Code für ist. Ja, das ist aber falsch rum. Hast du die Zahl gemerkt? Die war wichtig. Nee, hab ich anscheinend nicht. Speicher doch mal. Warte ich mal. Ich muss ihn zuerst abschalten. Sie hat diese Speicher unterbrechen. Sie hat ganz schön dünne Ärmchen. Ja, das ist heutzutage so. Ja, mit der orangen Watteball-Diät kommst auch du dahin. Echt? Was muss ich dafür machen? Nur Wattebäuschen essen? Mit Orangensaft. Nee, das mache ich nicht. Du kannst auch Kirschmarmelade nehmen. Echt? Ja. Erdbeer auch? Nee. Himbeer? Hat schon wieder sehr viel Kalorien. Ja, aber Himbeer vielleicht? Apfelmarmelade? Squetschen. Squetschen? Squetschen geht auch in Marmelade? Pflaumen zum Beispiel auch. Pflaummus dann, oder was? Und Honig. Honig geht auch gut. Ach, echt? Mhm. Okay. Und dann aber mit Wattebäuschen die ganze Zeit? Ja. Kann ich dann, muss ich extra Wattebäuschen kaufen oder kann ich auch einfach von diesen Wattestäbchen die Watte einfach abmachen und dann? Ja, also ich würde schon ein bisschen mehr Geld ausgeben und auch darauf achten, dass das halt, Baumwoll-Wattebäuschen sind und nicht echt? Irgendwie okay. Synthetisch hergestellte Wattebäuschen. Die kosten ein bisschen mehr, oder? Die kosten ein bisschen mehr, aber was machen wir nicht alles? Andererseits kannst du es auch haben, weil es ist ja nicht verdaubar, dass ja einfach irgendwie, wie soll man sagen, der Arsch zumüllt. Und dann musst du halt ins Krankenhaus und dann müssen sie das halt mühsam rausschneiden, aber dadurch wirst du auch nicht dicker. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind.
Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Er will ihm einen blasen. Wenn den Marsch bläst. Das kommt mit besten Grüßen von mir. Was mich irrittiert ist, warum nennt er den Dödel von ihm Marsch? Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Ja, so sieht's aus, ne? Du wolltest doch über die Nintendo NS reden. NS jetzt? Ja, oder Switch, ne? Wie war das? Ja, also die Abkürzung wäre NS. Achso, wäre Nintendo Switch, genau, ja. Ja, weiß ich nicht, mittlerweile ist mir das auch egal. Sind Partei leer. Ja, nee, wir wollen drüber reden, können wir ja gerne mal machen. Also was ich irgendwie gehört habe, ist halt, dass du halt so ein Gerät hast. Ähnlich wie bei der Wii U, so eine Art Tablet. Und das ist halt irgendwie... Da kannst du halt aus so einer Docking Station rausnehmen. Und kannst halt die Spiele, die du halt irgendwie spielst, einfach weiterspielen. Also auf diesem mobilen Gerät. Was dann irgendwie fast aussieht wie ein Smartphone, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Dann kannst du halt links und rechts von diesem mobilen Gerät kannst du dann so Aufsätze ran switchen. Und kannst dann halt irgendwie dann damit steuern. Da sind so Steuer und Tasten dran. Und so ein Steuerkreuz. Oder so, wie heißen die? Analoghebel-Dinger da. Und kannst dann halt irgendwie... Ja, mal gucken, was daraus wird, ne? Mal gucken, was daraus wird, was das Ding kostet am Ende vor allem. Apollo-Informationsblatt, warum Sie sich für ein Apollo-System für Ihre Weltraumorbitalstation entscheiden sollten. Also wenn das so weit ist, dass ich mich entscheide, welches System ich benutze für mein Orbitalstationssystem, ne, dann aber hallo. Selbstregulierung und Android-Wartung, Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten-Selbstbestimmung, Punkt. Verzögerungsfreie Kommunikation, Punkt. Keine Interferenzen, Punkt. Blitzschnelle Datenübertragung auf der Station. Auch hier ein Punkt. Zuverlässig. Auch noch ein Punkt. Leistungsstark. Noch ein Punkt. Selbsterhaltend. Rate mal. Ein Punkt. Ein echtes Sieksen-Produkt. Der Punkt. Der Punkt. Der Punkt ist das Sieksen-Produkt. Genau. Für diesen Punkt würde ich mein Leben geben, Sir. Punkt. Punkt, Punkt. Sir, Punkt. Punkt, Sir, Punkt, Sir. Was ist mit dem Doppelpunkt? Das ist Blasphemie. Oh, ja. Wieso hat mein Controller gerade vibriert? Religionsverachtung. Ne, jedenfalls kannst du halt irgendwie, das gehst halt irgendwie so rum, rennst du halt irgendwie mit deinen Freunden durch die Gegend und bist dann halt Nintendo Switch am Spielen, dann kommst du nach Hause, steckst das Ding in die Dockingstation und schon kannst du das auf dem Fernseher zocken. Ja. So ist halt irgendwie das Feature, das Feature halt. Du kannst halt irgendwie unterwegs mit deinen Freunden zusammen zocken, so wie man das mal im Trailer irgendwie gesehen hat. Kannst du da irgendwie so, ja, du kannst auch irgendwie flach hinlegen und dann kannst du da irgendwie rum. Brett spielen oder sonst irgendwas machen. Ist im Grunde auch das Gerücht, das sich dann bewahrheitet hat. Ja, aber es ist ja irgendwie, erinnerst dich wahrscheinlich schon ein paar Folgen her, andere Spiele wahrscheinlich auch. Aber hatte ich glaube ich immer angedeutet, ne? Dass das halt sich in diese Richtung entwickeln wird. Dass es halt immer mehr zu den, What? Naja, zu den Smartphones hinwandern wird, ne? Das mit dem Spielen halt. Und dass halt das Smartphone dann irgendwann. Dann an Fernseher zum Beispiel randöbeln kannst. Du musst dich mal konzentrieren, ne? Ich mach mal. Ja, das stimmt. Deswegen kannst du auch nicht widersprechen. Und das ist halt irgendwie, ja, ich sag mal, so ein künstlicher Schritt. Also, die haben eine Konsole jetzt rausgebracht, die ist eigentlich gar nicht not. Die ist eigentlich gar nicht braucht. Man könnte auch irgendwie mit dem Smartphone diesen Schritt gehen. Also, hätten sie ein ordentliches Smartphone zum Beispiel rausgebracht, wo man links und rechts die Dinger randöbeln kann. Dann wäre es einfach viel geiler geworden. So haben sie halt künstlich irgendwie nochmal, um halt nochmal eine Konsole rausbringen zu können, haben sie praktisch die Zukunft eher aufgehalten, würde ich so sagen. Ja. Mal gucken, wie das irgendwie den Preis sein wird, ob das ein gutes Argument ist. Das wird knapp. Boah, wenn das Ding 200 Euro kostet, dann hole ich mir das vielleicht auch nochmal. Das glaube ich eher nicht. Ja, was jetzt irgendwie die Leistungsfähigkeit von dem Ding. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Tut mir leid. Unten werden so einige Hibis aus dem Atemrip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Genau. Ich muss es versuchen. Eben. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Da nochmal. Die kleine Schwester von Scheiße. Die offizielle Bestätigung. Synthet. Ja, war ja klar. Auf jeden Fall, ja. Es ist.
Ja. Also vieles von dem konnte die Wii U zum Beispiel auch. Da konntest du ja auch irgendwie einfach mit dem Tablet weiterspielen, so, ne? Aber du kannst halt echt so da unterwegs. Das mit dem unterwegs ist jetzt halt irgendwie neu. Und, ah ja, genau, Lastesfähigkeit von der CPU oder wie die Spiele nachher aussehen. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Weil er nicht mehr redet, ne? Habe ich abgestellt, weil er genervt hat, die dumme Sau. Also, die Leistungsfähigkeit ist noch nicht bekannt. Also, man kann halt irgendwie bei den Trailer auch Spiele halt sehen, aber die laufen halt irgendwie auch, wie You auch schon. Und deswegen kann man das jetzt nicht so genau sagen, wie das ist mit der Leistungsfähigkeit. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie das irgendwie ist. Das ist natürlich so, dass jetzt irgendwie die Hardware, die zum Beispiel in der PS4 ist oder in der Xbox One, dass die jetzt, würde man das Ding jetzt halt irgendwie zusammenbauen, günstiger geworden ist, ne? Würde sie halt irgendwie, also müssten sie theoretisch leistungsstärker ja sein, so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie in der Leistungsfähigkeit, das war nur die Maske, ja. In der Leistungsfähigkeit jetzt ungefähr so auf den Level kommen wie, vielleicht die PS4 Pro sein wird oder so. Und Nintendo hat einfach nicht so, das haben sie einfach nicht. Nicht so ihre ja, ihre Philosophie. Sehr gut. Der ist doch, genau. Der ist doch nicht. Ich glaube, weil er so einen scheiß Gummianzug anhat, oder? Ja, der ist nämlich präservatiert. Also geschützt. Hallo, ich habe ihn getroffen, oder? Der wurde auf jeden Fall verbraucht. Wie mies! Ja, das bedeutet aber nicht, dass du ihn jetzt aus dem getroffen hast. What? Ach nee, ich will wickeln, was mache ich? Dann nimm doch die Schrot. Ich habe ja keine Schrotflinte. Dann nimm EMP. Anderes EMP. Ja, werfen. Eine Taste, zweite Taste. Jawohl. Das ist denen egal, weil die gedingstet sind. Aber das ist doof. Vielleicht solltest du erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich fracke. Okay. Schmeiß die Rauchgranate. Nein, ich heile mich jetzt erstmal. Ja, ich würde aber irgendwie gucken, ob der irgendwie... Ja, na gut. Alles klar. Alles geguckt. Ah, noch so einer. Noch so einer. Da hoch, da hoch. Das ist hoch. Da runter, da rein. Nein. Oh, nö. Da zwischendurch, ja, oh, nein. Ja, oh. Das ist ja wohl mies. Das ist, der schmeißt dich jetzt zu dem anderen und der schmeißt dich wieder zurück. Oh, oh. Das pieks. Jetzt sind hier schon drei. Könntest du vielleicht mal überleben? Ich bin dabei. Du hast dich da geheilt, das war eine gute Idee. Da in den Schrank. Ja, die sehen mich ja. Was ist das für ein Ding an der Konsole? Wo konnte ich da irgendwo hoch? Wo ist die Konsole? Was ist die Konsole an der Wand? Was ist für eine Konsole an der Wand? Egal, geh da lang. Geh nicht in diesen Raum. Ich muss mich doch hier irgendwo verstecken können. Nein. Ich bin voll nervös. Dieser Teil wird ein bisschen länger werden, meine Damen und Herren. Es tut uns sehr leid. Aber ich will den langweiligen Teil spielen. Jetzt findet der Arsch auch noch was zum Abspeichern. Das ist keine Gefahr, nee. Alles gut. Nein. Das sind nur vier Roboter, die stand da nicht. Da stand nichts von Gefahr. Jetzt setz dich noch in den Stuhl rein und alles ist gut. Dann warte ich die letzten zwei Minuten. Einen Keks. Oh, Alter, ich habe immer noch den Salz in... Das ist ja echt Wahnsinn, ey. Ich muss mal kurz... Prost. Wasser übers Mikrofon kippen. Wo ist das? Da. Das ist cool, mit deinem Popschutz kann man anstoßen. Ja, da kann man sich auch die Barthaare dran einklemmen. Wirklich? Ja, ich glaube, das ist... Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Das war andersrum, also zuerst... Links und dann rechts. Du hast zuerst rechts und dann links geguckt. Ich soll die linke. Ich soll beide. Tja. Tja, meine Damen und Herren, das war's dann auch. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil, wenn es wieder heißt. Der Digi ist am Start und macht die ganzen Roboter tot und so. Ist das ein Versprechen? Nein, das werden wir immer und immer und immer wieder sehen. Und wiedersehen. Der Dingy. Und wiedersehen, bis der Dre wieder am Start ist und das dann alles klar macht. Weil
Erst die Macht. Ja, ich kann nicht speichern. Okay, egal. Ja, dann war das schon tschüss. Also von meinen Seiten aus gesehen, viel Spaß auf YouTube und tschüss. Reingehauen, tschüss. Reingehauen und tschüss? Ja. Das ist cool, ne? Mit viel Spaß auf YouTube so, ne? Ja.